Herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Trinitatisfest. Ich begrüße Sie mit dem Spruch für diese neue Woche. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und mit dieser Botschaft lade ich Sie alle herzlich ein in die Wehrkirche hier nach Lauterbach. Lasst uns beten. Jesus, du Quelle der Weisheit, du rufst alle Mühseligen und Beladenen. Erfrische auch uns durch den Strom deiner Kraft und deiner Liebe, die von dir ausgeht alle Zeit. Amen. Die Epistel für diesen Sonntag hören wir aus dem Brief an die Epheser im zweiten Kapitel. Und Jesus Christus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der Bau ineinander wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn.
Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Worte der Heiligen Schrift. Seit Jahren nur noch Geld verdient, seit Jahren nur betrogen. War keiner da, der ihm vertraute, war keiner da, der auf ihn baute. Und keine Liebe seit vielen Jahren, sein Leben war festgefahren. Festgefahren muss nicht sein, zugeschlossen, komm herein. Aufgegeben muss nicht sein, Gott sagt niemals nein. Seit Jahren nur am Straßenrand, seit Jahren nur gebettelt, kein Augenlicht, kein Hoffnungsschimmer. Die Lage wurde immer schlimmer, die letzten Freunde in seinem Leben, sie haben ihn aufgegeben. Festgefahren muss nicht sein, zugeschlossen, komm herein. Aufgegeben muss nicht sein, Gott sagt niemals nein. Von Kindheit an schon kriminell, gemordet und gestohlen. Das Urteil war sehr schnell gesprochen, zu vieles hatte er verbrochen. Statt Nächstenliebe Blut vergossen, der Himmel war zugeschlossen. Festgefahren muss nicht sein, zugeschlossen, komm herein. Aufgegeben muss nicht sein, Gott sagt niemals nein. Gott sagt niemals nein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, Joe Biden und Angela Merkel höchstpersönlich möchten endlich einmal ein echtes erzgebirgisches Dorf kennenlernen und natürlich ausgewählte Einwohner. Und stellen Sie sich weiter vor, die Wahl wäre nicht auf so unbedeutende Nester wie Annaberg oder Marienberg gefallen, sondern auf Lauterbach und Zöblitz, die Serpentinsteinstadt Zöblitz. Im Bären wäre der große Saal reserviert, die Bundesstraße zur Sicherheit gesperrt und einige Lauterbacher und Zöblitzer wären persönlich von Joe Biden und Angela Merkel eingeladen worden. Und sie wären dabei. Ja, sie wären einer der Auserwählten und würden mit den beiden hohen Tieren an einem Tisch sitzen. Wer von ihnen würde diese persönliche Einladung ausschlagen? Wer von ihnen würde nicht zum Festmahl kommen? Vermutlich würde keiner absagen. Jeder von uns würde diese einmalige Gelegenheit annehmen. Keiner würde die Feier versäumen, denn jeder weiß, was für eine große Ehre es sein muss, von diesen berühmten Menschen persönlich eingeladen zu sein. Und nachher würden Freunde und Bekannte ganz genau wissen wollen, wie es denn war, wie er und sie denn waren. Ob sie genauso sind wie im Fernsehen, ob sie gekleckert oder geschmatzt haben und worüber man sich unterhalten hat. Und ehrlich gesagt, wenn Sie dabei wären im Bären, ich aber nicht, beneiden würde ich Sie schon. Es muss eine ganz besondere Ehre sein, mit einem berühmten Menschen am gleichen Tisch zu sitzen, sei es der amerikanische Präsident, sei es die Bundeskanzlerin oder Elvis, falls er denn noch leben sollte. Wenn es schon eine ganz besondere Ehre ist, von berühmten Menschen eingeladen zu sein, eine viel größere Ehre
muss es da sein, vom Herrn aller Herren, von Gott selbst eingeladen zu sein. Genau das meinte einmal ein Tischnachbar Jesu bei einem Festmahl. Hören wir den ersten Vers aus dem Predigttext aus dem Lukasevangelium im 14. Kapitel. Ich bitte meine Konfirmanden, ihn jetzt für sie zu lesen. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Dein Wort, Gott, sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf allen meinen Wegen. Amen. Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Ja, auch ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als am Ende aller Zeiten, am Ziel der Geschichte, in der Ewigkeit, beim Festmahl Gottes mit dabei zu sein. Ich kann mir nichts Tolleres vorstellen, das Fest, bei dem Gott alle Tränen abwischen wird, das Fest, an dem alles Kriegsgeschrei und alles Leid vergangen sein wird. Dieses Fest muss wunderbar sein. Ja, selig, glückselig und über alles zu beneiden ist der, der bei Gottes Festmahl mit am Tisch sitzen wird. Als Jesus dieses hört, erzählt er seinem Tischnachbarn eine Geschichte. Ein wenig Wehmut schwingt in Jesu Worten und irgendwie auch Trauer, aber hören Sie selbst die nächsten Verse des Predigttextes. Ich bitte wieder meine Konfirmanden, diesen zu lesen. Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Komm, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, um ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft. Ich gehe jetzt sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Seltsam. Bei Joe Bidens Besuch im Erzgebirge würde wohl niemand absagen. Gottes Einladung aber schlagen viele aus. Sie wissen, der Hausherr in dieser Geschichte ist kein anderer als Gott. Und viele, sehr viele sind eingeladen. Und irgendwie kommt mir das Verhalten der Eingeladenen bekannt vor. Jeder hat einen Grund, gerade jetzt nicht kommen zu können. Man würde ja gerne, aber leider heute, jetzt, gerade gehe es nun mal wirklich nicht. Ich habe einen Acker gekauft und muss hingehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ich habe 5 Gespanne Ochsen gekauft und gehe hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ich habe eine Frau genommen, darum kann ich nicht kommen. Ich habe einen neuen Computer und muss das Programm einrichten. Ich muss heute wichtige Besorgungen erledigen. Ich habe eine Freundin und meiner Freundin diesen Termin schon lange versprochen. Jeder hat verständliche Gründe, der Einladung nicht zu folgen. Aus guten Gründen schlägt jeder die Einladung Gottes aus. Kennen Sie diese Situation? Sie haben Gäste eingeladen. Eine selbstgebackene Sahnetorte steht auf dem Tisch. In der Küche röchelt die Kaffeemaschine vor sich hin und verströmt schon den Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Plötzlich klingelt das Telefon. Ich gehe ran. Hallo? Hallo, antwortet mir eine Stimme durch die Hörmuschel. Tut uns schrecklich leid. Leider,
Wir wären ja so gerne zu dir gekommen, aber wir können nicht. Etwas besorgt frage ich, es ist doch hoffentlich nichts passiert, oder? Nein, das auch wieder nicht. Aber bei uns ist gerade so schönes Wetter und da möchten wir noch ein wenig in den Garten gehen. Kennen Sie das? Sie freuen sich auf Besuch und werden im letzten Moment versetzt. Ihr Besuch hat andere Prioritäten. Etwas anderes war ihm wichtiger, als zu Ihnen zu kommen. Der Garten, ein Großeinkauf, was weiß ich. Eine Absage in letzter Minute würde mich enttäuschen. Gedanken kämen in mir auf. Bin ich meinen Gästen so wenig wert, dass sie in letzter Minute absagen? Vielleicht ist es ja nicht einmal böse gemeint, aber es verletzt mich auch so, weil anderes ihnen wichtiger ist als ich. Die Gäste haben andere Prioritäten und ich stehe an einer hinteren Stelle. Das verletzt. Und was nun? Was soll aus der Sahnetorte und der Feier werden? Die energischeren unter uns würden testen, was stärker ist, die Sahnetorte oder die Küchentür, wäre schade drum. Die Sensibleren unter uns würden mit womöglich nassen Augen ein Tortenstück nach dem anderen in ihren Mund schieben und mit jedem Bissen ein klein wenig ihren Kummer hinunterfressen. Und die stoischen Gemüter unter uns würden so tun, als sei nichts, rein gar nichts passiert, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, allein mit einer Torte an einer fein gedeckten Kaffeetafel zu sitzen. Egal, wie Sie reagieren würden, die Feier, die Party wäre zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die Veranstaltung wird mangels Teilnehmern abgesagt. Wie wird der Gastgeber in der Geschichte Jesu reagieren? Hören wir, die Konfirmanden werden sie uns nun zu Ende erzählen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Diese Party wird nicht abgesagt. Zwar ist auch dieser Hausherr enttäuscht, sogar wütend, aber er sagt die Feier, das große Abendmahl, nicht ab. Denn alles ist bereit. Das Fest soll und wird steigen. Und darum bittet er Menschen, die nie und nimmer im Traum daran gedacht hätten, dass sie zu diesem Fest, zu irgendeinem Fest eingeladen sein könnten, in den Saal, an die Tische. Arme, Verkrüppelte, Blinde und Lahme. Und als dann noch immer Raum ist, soll der Knecht noch einmal hinausgehen und auch den Menschen außerhalb der Stadt, auf den Landstraßen und an den Zäunen, die Einladung bringen, soll sie nötigen, zum großen Abendmahl zu kommen, damit sein Haus voll werde. Gottes Feier wird nicht ausfallen, egal ob wir seine Einladung annehmen oder ausschlagen. Vielleicht aber sollte ich noch auf einen berechtigten Einwand eingehen. Dass der eine ein neues Feld hat, der andere neues Vieh und der dritte eine Frau geheiratet hat.
Das sind doch ganz reale, ganz verständliche Gründe, weshalb einer eine Einladung ausschlägt. Würden Sie, fragen Sie vielleicht, würden Sie denn, Herr Pfarrer, Ihre eigene Hochzeit verlassen, bloß weil Sie eine Einladung zu einem großen Abendmahl erhalten haben? Antwort: Das ist es ja gerade. Es sind immer ganz reale, gute Gründe, weshalb ein Mensch der Einladung Gottes nicht folgt. Und trotzdem ist es ein großer Fehler. Und es liegt genau genommen weder am neu gekauften Feld, noch an dem frisch erworbenen Besitz oder der neu gegründeten Familie, sondern es liegt an den Prioritäten. Was ist mir wichtig und was nicht? Wenn mir eine Einladung wichtig ist, wenn mir der Gastgeber wichtig ist, dann werde ich kommen, selbst wenn es gerade wirklich sehr ungünstig ist. Ein Verliebter würde doch Himmel und Erde in Bewegung setzen, nur um am gleichen Tisch zu sitzen mit der Person, die er liebt und die ihn einlädt. Aber wenn ich keine Lust habe zu kommen, dann wird es immer genug reale, gute Gründe geben, auch die beste Einladung leider nicht annehmen zu können. Ich frage mich also, was ist mir wichtig? Welche Prioritäten setze ich? Nehme ich Gottes Einladung an oder vertröste ich ihn mit irgendeinem realen Grund? Es ist wohl kein Zufall, dass in der Geschichte gerade die, die schon genug haben, also ein Feld, Vieh, eine Frau, modern gesprochen, Grund und Boden, Fuhrpark, eine Familie, dass gerade diese sich entschuldigen lassen und der Einladung nicht folgen. Und es ist wohl auch kein Zufall, dass in der Geschichte gerade die, die sich eine Einladung nie hätten erträumen können, dieser Einladung folgen. Gehöre ich auch zu denen, deren Lebenshunger von Grund und Boden, Besitz und Familie gesättigt ist, deren Lebensdurst bereits von dem, was sie haben, gestillt ist? Wie dem auch sei, Gottes Fest wird steigen, ob mit oder ohne mich, und der Gastgeber sorgt dafür, dass sein Haus voll werden wird. Aus allen Völkern, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, werden unzählige Menschen kommen, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Musik wird spielen und die Gäste werden tanzen, lachen, sich freuen, glückselig sein. Ja, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und das Beste, am Ende der Geschichte wird der Knecht noch einmal ausgeschickt, um auf den Landstraßen und an den Zäunen weit außerhalb der Stadt zu suchen und auch dort einzuladen, damit das Haus voll werde. Das ist deine Einladung, das ist meine Einladung, unsere Einladung, unsere Chance. Denn Jesus erzählt nicht, dass der Knecht von den Landstraßen und Zäunen schon zurückgekehrt sei. Das ist kein Zufall, denn noch ist Gottes Knecht unterwegs, um uns einzuladen. Gottes Einladung geht weiter. Gott lädt auch heute ein. Heute lädt er jeden in diesem Gottesdienst ein, Sie und mich. Heute lädt er Menschen vor und außerhalb unserer Kirche ein. Und Leute lädt er ein, die sonst nie im Leben eine Kirche betreten hätten. Aber noch ein zweiter Einwand kommt mir in den Sinn. Was ist denn mit uns, die wir schon dabei sind, die wir uns schon haben einladen lassen von Gott? Wir sind getauft, glauben an Gott, beten auch ab und zu und gehen mehr oder minder regelmäßig in den Gottesdienst.
wir sind doch bereits auf dem Weg zum Fest und wollen Gottes Einladung doch gerne einnehmen. Geht uns die Geschichte also gar nichts an? Wenn ein Fest so richtig gut ist, und ich gehe davon aus, dass Gottes Fest noch viel besser ist, wenn ein Fest so richtig gut ist, dann freue ich mich schon im Vorhinein. Ich freue mich, wenn ich, wenn meine Frau, meine Freunde, wenn gute Bekannte gemeinsam mit mir feiern können. Gottes Haus, das hören wir, ist groß und soll voll werden. Auch die Menschen, die sie lieb haben, sie selbst sind eingeladen. Raum ist genug. So freue ich mich bereits heute über die Einladung, denn Gottes Haus soll voll werden und Gott wird dafür sorgen, dass sein großes Abendmahl aus allen Nähten platzt. Ja, es wird wunderschön sein, am Tisch im Reich Gottes zu sitzen. Machen Sie sich also mit uns auf den Weg. Nehmen Sie Gottes Einladung an und reichen Sie sie weiter. Denn heute sagt Gott, kommt, denn ist alles bereit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Steig in das Boot, nimm die Netze, fahr los. Du hast sein Wort, deine Skepsis ist groß. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Schlag an den Fels, eine Quelle bricht auf. Du hast sein Wort, nun verlass dich darauf. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Hab keine Angst und geh mitten durchs Meer. Du hast sein Wort, er geht selbst vor dir her. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Zweifle nur nicht, du wirst schon sehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, allmächtiger, dreieiner Gott, viele sind zu deinem großen Abendmahl eingeladen, unendlich viele. Aber wie wenige machen sich auf den Weg zu dir? Wir bitten dich, für alle Menschen in unserem Land, öffne ihre Herzen und Ohren, dass sie deine Einladung nicht ausschlagen. Lass sie spüren, dass dein großes Fest für die schon begonnen hat, die sich mit dir auf den Weg machen. Denn selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus Christus, allmächtiger dreieiner Gott, du lädst uns, unsere Partner, Kinder und Freunde, zu deinem großen Fest ein. Aber wie oft verschweigen wir Menschen, die uns lieb sind, deine Einladung. Herr, vergib uns. Öffne unseren Mund, dass wir anderen deine Einladung nicht verschweigen, denn selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Heiliger Geist, allmächtiger dreieiniger Gott, auch uns lädst du ein. Und so bitten wir dich für uns, die wir diesen Gottesdienst feiern, erfülle uns mit Vorfreude auf dein großes Abendmahl. Stärke unser Vertrauen, segne unsere Kirche, dass sie offen ist für andere und segne unseren Landesbischof Tobias Bilz. Ja, selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. In der Stille bitten wir dich für alle Menschen, die sich politisch engagieren und für alle, die unser Gebet heute brauchen.
Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Amen. Lasst uns vor dem Segen gemeinsam noch das Gebet Jesu, das Vaterunser, sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie sehen hier neben mir eine der ältesten sächsischen Orgeln. Sie wurde nach 1670 erbaut. Vielleicht fragen Sie, Herr Pfarrer, warum wurde diese Orgel dann heute nicht im Gottesdienst gespielt? Ja, wir haben ein kleines Problem. Sie ist kaum mehr spielfähig. Darum möchte ich Sie ganz herzlich einladen zu einem Benefizkonzert hier in der Lauterbacher Wehrkirche am Sonntag, dem 4. Juli um 17 Uhr. Ich freue mich auf Ihr Kommen und ich hoffe, dass Sie uns dadurch unterstützen, diese Orgel wieder spielfähig zu machen. Auf Wiedersehen!